Hey, ho Kartoffeln, ein weiteres Diablo 4 Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start und sorry erstmal für die lange Wartezeit seit dem letzten Video, mittlerweile bin ich nämlich umgezogen, möglicherweise hört man das auch raus, das Arbeitszimmer steht nämlich noch leer und deswegen kann es sein, dass es ein wenig hallig klingt, aber ich hoffe es geht einigermaßen, denn wir haben eine Menge zu besprechen. Seit letzter Woche ist sehr viel passiert und das holen wir jetzt mal auf. Es gibt einen neuen Patch, der im Anmarsch ist, mit neuen Inhalten, dazu kommt die BlizzCon mit weiteren wichtigen Updates, einem fetten Stream der Entwickler, außerdem ist Diablo 4 gerade teilweise kostenlos und es gibt mal wieder den typischen Blizzard-Fail zu besprechen. Starten wir aber erstmal mit der Möglichkeit, Diablo 4 gratis zu zocken. Es gibt momentan bis zum 30. Oktober eine PC-Testversion, da könnt ihr die ersten 20 Level zocken. Also sowas ähnliches wie eine weitere Beta, falls ihr Diablo 4 bisher noch nicht zocken konntet. Und hier könnt ihr aber auch euren Fortschritt mit übernehmen, dann ins fertige Spiel, falls ihr euch das Ganze kaufen solltet. Und ich finde, sowas kann man sogar dauerhaft anbieten, nicht nur bis zum 30. Oktober, sondern einfach permanent die Möglichkeit, die ersten 20 Level bei einem Charakter zu spielen. Ich meine, da sieht man ja kaum was vom Spiel, um ehrlich zu sein. Die ersten 20 Level hat man ja innerhalb der ersten, also maximal 2 Stunden erreicht. Und ich finde, das kann Blizzard ruhig anbieten, denn viele sind sich noch unsicher mit dem Kauf bei Diablo 4 und haben sogar gesagt, dass sie eigentlich ganz froh sind, das erstmal nicht gekauft zu haben, weil es eben noch so viele Probleme mit dem Spiel gibt. Aber mit Season 2 ist schon einiges besser geworden und mit den nachfolgenden Seasons und dann hoffentlich auch Erweiterungen wird es nur noch besser und besser und dementsprechend kann sowas eigentlich nie schaden. Letzte Woche gab es das tatsächlich auch schon für die Xbox. Da war es möglich, vom 19. bis zum 22. Oktober das Spiel für alle, die den Game Pass besitzen, einfach so zu zocken. Ach nee, gar nicht. Einfach nur eine Xbox zu haben. Man braucht ja noch nicht mal den Game Pass dafür. Weder den Game Pass Core noch den Game Pass Ultimate. Von dem her, eine 10-stündige Testversion ist sogar ein bisschen mehr als die ersten 20 Level. Da kann man tatsächlich, wenn man sich anstrengt, sogar schon auf Level 100 gelangen. Und auch das finde ich wieder ein sehr cooles Angebot. Das ist zwar mittlerweile abgelaufen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass früher oder später nochmal was weiteres mit dem Game Pass passiert. Denn Xbox-Chef Phil Spencer hat ja auch schon angekündigt, als die Übernahme bestätigt wurde, also als Xbox vor einigen Wochen offiziell Activision und Blizzard gekauft hat, dass sie auch vorhaben, viele Spiele in den Game Pass zu integrieren. World of Warcraft wäre natürlich eine Möglichkeit, aber eben auch Diablo 4. Und ich denke, diese erste Testversion letzte Woche ist da schon ein Schritt in diese Richtung. Wird dem Spiel sicherlich auch nicht schaden, wenn es viel mehr Spieler gibt, die das gratis zocken können über den Game Pass. Denn frisches Blut sorgt natürlich auch dafür, dass man mehr Mitspieler hat, eben dann auch bei den letzten Tagen der Season, dass man dann nicht mehr alleine vor dem Weltboss steht wie zu Season 1. Und Xbox-Chef Phil Spencer war ja jetzt auch vor kurzem bei den Blizzard Studios, haben bestimmt ein bisschen was besprochen. Da ist mit Sicherheit einiges in Planung, dass wahrscheinlich auch die Xbox ein bisschen favorisiert wird. Möglicherweise auch exklusive Bundles bekommt, wie das auch immer aussehen mag. Aber das wird sich früher oder später sowieso über den Shop und die Battle Pässe finanzieren. Also rein kosmetische Sachen, da kann man immer drauf verzichten, denn an sich sind ja die Seasons kostenlos, nur die Erweiterungen kosten Geld und da kann man sich immer überlegen, ob das dann das Geld auch wert ist. Über Erweiterungen sprechen wir auch noch gleich, keine Sorge, aber zunächst einmal über eine weitere coole Aktion von Blizzard. Und zwar hat Blizzard passend zur Season des Blutes eine Blutspende organisiert, um Leuten zu helfen. Wenn man also mitmacht, bekommt man kosmetische Items, wenn man sozusagen nachweisen kann, dass man da tatsächlich bei dieser Aktion Blut gespendet hat, kann man erstmal ein paar Waffenskins freischalten und je nachdem, wie erfolgreich die Aktion insgesamt ist, gibt es noch mehr. Jetzt gerade gibt es nur die Waffenskins, danach kommt noch ein Skin für den Barbar hinzu und dann sogar ein Pferdchen. Also insgesamt eine sehr coole Aktion. Gibt hier übrigens auch wieder neue Twitch-Drops. Jede Woche gibt es gerade einen neuen Waffenskin. Jetzt diese Woche gibt es den Hammer für den Barbaren. Da muss man insgesamt 4 Stunden einem Kanal zugucken, der Diablo streamt auf Twitch. Und da werde ich morgen, also am Montag, auch mal wieder live sein. Da werde ich auf jeden Fall jetzt die nächsten paar Tage ein bisschen länger live sein, damit ihr auf jeden Fall auch den Twitch-Drop abstauben könnt. Und da heiße ich genauso wie hier auf YouTube, nämlich Kartoffelkönig, nur mit OE geschrieben. Ich lasse euch den Link mal in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Würde mich sehr freuen, euch da begrüßen zu können. Wie gesagt, Montag und Dienstag werde ich auf jeden Fall auch nochmal live sein. Das trifft sich nämlich sehr gut, denn am 31. Oktober, also Dienstag, kommt auch schon der nächste Patch. Patch 1.2.1 raus.
Und anders als sonst sind das nicht nur Bugfixes und Balanceänderungen, die darin enthalten sind, die gibt's zwar auch, aber zum ersten Mal wird dieser Patch auch richtige neue Inhalte beinhalten. Und das ist tatsächlich eine Premiere für einen Patch, der während einer Season rauskommt. Denn normalerweise kommen neue Inhalte nur zu dem Patch, der die Season auch einläutet. So wie Patch 1.2 für Season 2. Aber Blizzard hat sich vorgenommen, jetzt auch während der Season immer wieder kleine Inhaltsupdates rauszuballern, wie diesen neuen Patch, der eben auch Features hinzufügt, damit man auch eben länger bei der Season dranbleibt, immer wieder was Neues hat, worauf man sich freuen kann und die Leute nicht nach 2 Wochen alle aufhören, die Season zu spielen, was ja die große Gefahr ist. Und Blizzard möchte ja aus Diablo 4 ein Live-Service-Spiel machen, was auch immer man persönlich davon hält, von diesem Modell. Aber das ist jedenfalls Blizzards Vorgabe und da können sie sich eigentlich nicht leisten, dass sie die ganz normalen Seasons, so wie in Diablo 3 oder Path of Exile feiern, weil die Leute da viel zu schnell wieder weg sind. Da ist der Inhalt, der kommt raus, man spielt ihn durch und fertig. Aber eigentlich müsste man für ein Live-Service-Spiel auch während der Seasons immer wieder neue Sachen anbieten, neue Events. Am besten im wöchentlich wechselnden Turnus, Hauptsache immer wieder was Frisches, das die Leute eben dranbleiben lässt. Und ich glaube, Blizzard hat das jetzt selbst auch erkannt, dass es eben nicht reicht, nur die Season immer rauszuhauen. Und deswegen bemühen sie sich jetzt auch immer wieder was Neues zu bringen. Und dieser Patch bringt tatsächlich 2 sehr coole Neuerungen mit sich. Zum einen, dass man die kompletten Paragon-Bretter alle auf einmal zurücksetzen kann. Das war bitter nötig und schon lange überfällig. Und da wird es immer eine Schaltfläche geben, um alle auf einmal zu erstatten. Und hier ist der Kommentar der Entwickler. Die Spieler haben uns mitgeteilt, dass sie ihre Paragon-Punkte oft ganz oder größtenteils umverteilen. Wir haben diese Schaltfläche hinzugefügt, um große Änderungen zu erleichtern, zusammen mit der Erhöhung des Goldeinkommens durchs Geflüster in der Season des Blutes. Also wird man jetzt viel mehr Gold bekommen. Dadurch ist es auch einfacher, alles auf einmal zurückzuerstatten. Und eigentlich ist dieses Feedback schon seit Ewigkeiten da, im Prinzip schon seit Release des Spieles. Also es ist nicht so, als ob Spieler ihnen das jetzt erst mitgeteilt hätten, sondern das ist schon seit langem Zeitraum ein Wunsch. Aber es geht noch weiter und zwar mit einem weiteren oft gewünschten Feature, nämlich der Trainingspuppe. Spieler können sich jetzt gegen einen neuen leblosen und nicht zu tötenden Gegner auf die Probe stellen, die Trainingspuppe. Die Puppe befindet sich in einem unterirdischen Raum. Der Eingang befindet sich in Kyovishad und die ist eben ganz klar dafür da, dass man seinen Schadensoutput testen kann und verschiedene Builds miteinander vergleichen kann. Deswegen ist auch eine Beutetruhe daneben, damit man seine Ausrüstung nochmal komplett ändern kann, gucken kann, wie es damit läuft. Es gibt ja leider noch keine Loadouts, auch das ist ja irgendwann angeplant, aber solange ist das wahrscheinlich die beste Methode. Man kann sich dann auch aussuchen, ob man die Trainingspuppe allein oder als Gruppe von Trainingspuppen sozusagen angreifen möchte, weil es ja verschiedene Builds gibt, die gegen Gruppen von Gegnern funktionieren und ob die Trainingspuppe vom Schwierigkeitsgrad her normal, Elite-Gegner oder Boss sein soll, damit man eben auch testen kann, wie gut das gegen verschiedene Gegnergruppen herhält, was man da so an Bild gezaubert hat. Und das finde ich eine sehr gute Sache, auch das gemeinsam mit dem Paragon zurücksetzen ist eine Sache, die von Anfang an gefordert wurde seit Release und genauso wie bei Season 2 kann man eigentlich sagen, schön, dass es jetzt kommt, aber eigentlich ist das viel zu spät, denn das Feedback ist wirklich schon seit Monaten da und so kompliziert kann das eigentlich nicht sein, dass das jetzt so lange gedauert hat. Trotzdem bin ich wie immer froh, dass es jetzt endlich da ist und da kann man wie immer nur sagen, besser spät als nie. Daneben gibt es noch ein paar Season-Änderungen über Blut- und Vampirkräfte. Keine super aufregenden Sachen und auch keine Nerfs, keine Sorge. Aber zum Beispiel beim Blutbrunnen gibt es jetzt anstatt einem Haufen mit 45 bis 60 mächtigem Blut 8 Häufchen mit je 5 bis 9, sodass es insgesamt im Durchschnitt ein wenig mehr sein sollte als davor, vor dem Patch. Und der Tooltip für die vampirischen Mächte wurde ein bisschen verbessert. Und auch beim Verbesserungsfenster für die vampirischen Mächte gibt es jetzt weitere Informationen, die erklären, wie viele Pakte nötig sind und wie hoch die Aktivierungskosten der Mächte sind. Einfach, damit man sich ein bisschen besser zurechtfinden kann, weil das System ja am Anfang doch ein kleines bisschen überfordernd sein kann für gewisse Leute. Außerdem gab es noch zahllose Bugfixes im Zusammenhang mit Dungeons und Quests. Also falls ihr da irgendwelche Probleme hattet, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das jetzt gefixt wurde. Und auch das Pferd, das man als Belohnung bekommen hat, wenn man über Lilith platt gemacht hat, wurde nicht vergeben. Das wurde jetzt in diesem Patch geändert, also gefixt. Und es wird auch retroaktiv jeder belohnt, der über Lilith platt gemacht hat seit Season-Start. Und da gibt es noch eine weitere Sache, nämlich, dass bei Über-Uniques teilweise die maximalen
Wurfwerte nicht erreicht wurden. Das wurde jetzt auch gefixt. Das allerdings kann wohl laut Adam Fletcher, dem Community Manager, nicht retroaktiv gefixt werden. Also falls ihr irgendwelche Über-Uniques in eurem Inventar habt, die nicht die maximalen Affixe haben, dann müsst ihr die wahrscheinlich noch einmal besorgen. Und ja, habt leider Pech gehabt in dem Sinne, dass die davor noch nicht gefixt waren. Aber immerhin gibt es die Über-Uniques jetzt und man kann sie recht gut farmen mit Über-Duriel. Also die Drop-Chance scheint so bei ungefähr 2% zu liegen. Ich weiß, nicht super hoch, aber immerhin realistisch zu erreichen, vor allem wenn man eine Gruppe hat, mit der man den die ganze Zeit grinden kann. Ansonsten gibt es aber keine Nerfs in diesem neuen Patch. Das war ja auch eine große Sorge, dass Blizzard einige Dinge wie krasse Builds, ich sag nur Kugelblitzzauberer oder die Belohnungen bei Aktivitäten oder andere Sachen nerft, wie zum Beispiel auch die Weltenbosse. Die sind jetzt in der neuen Season ein wenig stärker geworden und da haben sich einige Leute schon beschwert, dass sie jetzt zu stark sind. Und einige andere sagen, ey Blizzard, hört bitte nicht auf die Leute, wir wollen, dass die eine kleine Herausforderung bleiben. Also bitte nerft die nicht wieder, die sind immer noch eigentlich viel zu einfach. Und ja, Blizzard hat ganz klar gesagt, wir werden nichts nerven. Keine Belohnung, das ist alles so vorgesehen und das finde ich eine sehr gute Sache. Auch die Builds bleiben alle so, auf jeden Fall bis zum Season-Ende. Also falls ihr euch da auf irgendwas eingeschossen habt, dann könnt ihr den auch bis zum Schluss genießen. Und Entwickler finden es sogar selber gut, wie viel man gerade bekommt. Hier ist Rod Ferguson, der Chef des Diablo 4 Entwicklerteams, der auch gesagt hat, die Menge an Gold aus dem Baum des Geflüsters ist jetzt irgendwie lächerlich und ich liebe es. Und ja, das ist natürlich so beabsichtigt. Die Entwickler feiern das selber. Die zocken ja tatsächlich ihr eigenes Spiel, zumindest seit Release. Und da hat man auch gesehen, okay, da haben sie wahrscheinlich selber gemerkt, wie nervig einige Dinge sind und sie jetzt für Season 2 endlich angepasst. Schade nur, dass die Entwickler offensichtlich ihr Spiel nicht vor dem Release getestet haben. Sonst wäre einiges besser geworden. Aber hey, wie gesagt, besser spät als nie. Das kommt wahrscheinlich bei Diablo 4 noch öfter. Jedenfalls geht es jetzt direkt weiter mit wichtigen Updates zur Zukunft des Spiels. Am 3. und 4. November findet nämlich die BlizzCon statt. Das ist sowas wie die Gamescom, aber für Blizzard. Da kann man Spiele spielen, von denen die Entwickler und Creator treffen. Und ganz wichtig, es gibt ein Live-Programm. Darunter Trailer und Streams zur Zukunft vieler ihrer Spiele. Darunter natürlich auch Diablo 4 vertreten. Am 4. November um 22.30 Uhr deutscher Zeit wird es einen weiteren Lagerfeuer-Chat geben für 2 Stunden, also diesen Campfire-Chat. Und da hat Adam Fletcher sogar gesagt, dass es wohl ein besonderer Lagerfeuer-Chat sein wird. Und auf die Frage, warum bei allen anderen Spielen steht What's Next, also was passiert als nächstes, aber bei Diablo 4 nur Lagerfeuer-Chat, also ob es da nichts zur Zukunft geben wird, hat er auch nochmal geantwortet mit Doch. Natürlich wird es da auch was zu den zukünftigen Updates geben, so wie auch bei allen anderen Lagerfeuer-Chats. Nur der Unterschied ist, bei allen anderen Spielen von Blizzard gibt es eben keine regelmäßigen Livestreams der Teams. Die haben dafür keinen besonderen Namen, deswegen steht einfach What's Next. Aber bei Diablo 4 gibt es das eben öfter mit den Campfire-Chats, deswegen haben sie es auch einfach nochmal so genannt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da nicht nur irgendwas erfahren werden zur nächsten Season oder wie es weitergeht mit dem nächsten Patch, sondern vermutlich auch die ersten Einblicke in die Erweiterung geben wird. Die ist ja teilweise schon geleakt, dazu werde ich auch nochmal ein eigenes Video machen, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber am 4. wissen wir definitiv mehr und sie haben ja auch gesagt, dass es jedes Jahr eine Erweiterung geben wird und das bedeutet auch, dass vor dem 6. Juni schon diese Erweiterung rauskommen muss. So viel Zeit gibt es also gar nicht mehr. Ich vermute auch, dass sie vor Sommer, wahrscheinlich noch im Frühling damit rauskommen werden, deswegen wäre jetzt eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt, um da schon die ersten paar Sachen zu teasen, vielleicht schon mal zu zeigen, ey, die erste neue Klasse, die kommt dazu, so sieht sie aus. Und vielleicht das Thema oder sowas. Muss gar nicht so viel sein, einfach nur wieder ein bisschen Hype aufbauen. Diese Season 2 hat schon ganz gut abgeliefert, aber ist bei weitem noch nicht genug, um die Masse an Leuten, die zum Start da waren, auch wieder zurückzubringen. Da muss eine neue Klasse her, da muss richtig frischer Wind rein, da muss noch viel mehr an Endgame-Content rein und an Abwechslung und. Das weiß Blizzard auch und ich hoffe, da liefern sie dann ab. Und jetzt, zu guter Letzt, gibt es nochmal einen kleinen Fail von Blizzard, wie wir es gewohnt sind. Ohne geht es natürlich auch nicht. Und zwar gibt es ein sage und schreibe 25 Euro teures Unterwäscheset zu kaufen. Ja,
Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Blizzard hat mit Season 2 neue Skin-Pakete reingebracht und einen Bundle für den Jäger entfachte jetzt Diskussionen, weil er zu teuer für so wenig Stoff sei. Und das trägt den Namen Schönheit in Sünde und ist mal wieder nur für eine begrenzte Zeit im Shop verfügbar. Das Bundle kostet 2800 Platin, also ziemlich genau 25 Euro und beinhaltet dieses Outfit, dieses Lederunterwäscheset, das sowohl für männliche als auch weibliche Jäger, ja, ausgestattet wird, und ich sag mal, das sieht eigentlich genauso aus, wie wenn ihr keine Rüstung anhabt. Dafür 25 Euro zu verlangen, ist schon sehr lächerlich. Wenn man sich überlegt, dass das ganze Spiel 70 Euro kostet, dann ist das einfach fast ein Drittel, das ihr für ein Unterwäscheset ausgibt. Also da passt der Name Schönheit in Sünde wirklich ganz gut. Also wer sich das kauft, der lebt wirklich in Sünde. Dem kann man auch nicht mehr helfen. Aber ihr müsst selber wissen, wie ihr mit eurem Geld umgeht. Das war es jedenfalls zu diesem Video. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Seid ihr gespannt auf die neue Erweiterung? Denkt ihr, die wird jetzt schon auf der BlizzCon präsentiert? Und denkt ihr auch, da wird eine neue Klasse dabei sein? Oder ist euch das alles egal, weil ihr schon längst mit Diablo 4 abgeschlossen habt? Oder habt ihr das Spiel noch gar nicht gekauft und informiert euch jetzt gerade fleißig, ob es sich lohnt, vielleicht doch mal einzusteigen? Ich würde ja sagen, wartet auf die erste Erweiterung. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung rein. Ich verabschiede mich jetzt an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Badududum, United Potatoes, badududum, United Potatoes, badududum.